Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video wollen wir uns mit der Klasse der Biozide beschäftigen. Gemäß Definition des Chemikaliengesetzes § 3b, ergänzende Begriffsbestimmungen für Biozidprodukte, werden Biozidprodukte wie folgt definiert: Biozidwirkstoffe und Zubereitungen, die einen oder mehrere Biozidwirkstoffe enthalten, in der Form, in welcher sie zum Verwender gelangen, die dazu bestimmt sind, auf chemischen oder biologischem Wege Schadorganismen zu zerstören, abzuschrecken, unschädlich zu machen, Schädigungen durch sie zu verhindern oder sie in anderer Weise zu bekämpfen. Entsprechend der Schadensorganismen wird unterschieden in Bakterizide gegen Bakterien, Fungizide gegen Pilze und Algizide gegen Algen. Die meisten Kunststoffe selber sind recht unanfällig gegen mikrobiellen Befall, da die stabilen chemischen Bindungen kaum angegriffen werden. Anders ist dies bei vielen Additiven oder Additivbestandteilen. Besonders anfällig sind hier Weichmacher, die vorrangig in Weich-PVC eingesetzt werden, wo sie bis zu 40% des Kunststoffs ausmachen können. Diese organischen Substanzen können Nährmedium für Pilze oder Bakterien sein. Ein Befall des Kunststoffs mit Pilzen und/oder Bakterien kann zu einem Abbau des Kunststoffes oder der Additive führen. Aber auch die Abbauprodukte der Mikroorganismen sind häufig nicht gewollt, da sie zum einen unangenehme Gerüche erzeugen und zum anderen eine Verfärbung des Kunststoffbauteils bewirken können. Auch wenn Algen selten den Kunststoff selbst angreifen, so kann doch ein Bewuchs mit Algen unerwünscht sein, sodass dem Kunststoff entsprechende Algizide zugesetzt werden. Die große Familie der Mikroorganismen kann untergliedert werden in Bakterien, Pilze und Algen, wobei innerhalb der Pilze noch zwischen Hefen und Schimmelpilzen unterschieden wird. Die Voraussetzungen für mikrobielles Wachstum ist in dieser Tabelle zusammengefasst. Während sich die Voraussetzungen in den Bereichen pH-Wert sowie Nährstoff- und Sauerstoffquellen zum Teil deutlich unterscheiden und auch lediglich für Algen Licht eine zwingende Komponente ist, so ist allen Mikroorganismen zu eigen, dass die Anwesenheit von Feuchtigkeit, also sprich Wasser, das Wachstum stark beschleunigt. Quellen für Mikroorganismen können die Luft, das Erdreich oder Wasser sein. Bei Bakterien handelt es sich um Einzeller unterschiedlichster Form mit einer Größe von 0,5 bis 2,5 Mikrometer. Sie tragen kaum zum Abbau von Kunststoffen bei. Bakterien zeichnen sich durch eine extrem hohe Reproduktionsgeschwindigkeit aus. Häufig liegt die Reproduktionszeit bei 20 Minuten. So werden aus 500 Bakterien innerhalb von nur 5 Stunden über 16 Millionen Bakterien. So kommt es bei idealen Wachstumsbedingungen vor, dass Bauteile, die heute noch keine Anzeichen von mikrobiellem Befall zeigen, bereits morgen mit einer Schleimschicht von Bakterien überzogen sind. Es gibt kugel- oder stäbchenförmige Bakterien. Dieses Bild zeigt beispielhaft stäbchenförmige Bakterien in einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme. Bei Pilzen werden die beiden großen Gruppen der Schimmelpilze und der Hefepilze voneinander unterschieden. Während es sich bei Hefen um meist oval geformte Einzeller handelt, sind Schimmelpilze mehrzellige Mikroorganismen und damit auch mit ca. 10 Mikrometer etwas größer als Hefen, die im Bereich 4 bis 10 Mikrometer liegen. Anders als Bakterien können Pilze stärker zu einem Abbau des Kunststoffs oder organische Additive beitragen. Hier sehen Sie links das typische Bild für einen Hefepilzbewuchs und rechts einen Schimmelpilzbewuchs. Unter Algen werden Mikroorganismen verstanden, die Photosynthese betreiben, jedoch nicht zu den eigentlichen Pflanzen gehören. Sie benötigen daher zwingend Licht und Wasser. So kann es gerade in Außenanwendungen zu Algenbewuchs von Kunststoffbauteilen kommen.
Selten kommt es zu einer negativen Beeinflussung der Bauteileigenschaften durch die Algen. Meist sind sie nur aus optischen Gründen unerwünscht. Eigentlich kann ein Algenbewuchs sogar positive Auswirkungen auf die Langzeitbeständigkeit des Kunststoffes haben, da die Algenschicht den Kunststoff vor UV-Strahlung schützt. So wie bei der hier gezeigten Dachbahn, die ich nach über 20 Jahren Einsatz als Dachdichtung untersucht habe und die besten Ergebnisse im Bereich des Algenbewuchses gezeigt hat. Häufig wird von Bioziden ein breites Wirkspektrum gegen eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen gewünscht. Hierbei sollen sie eine lange Wirkungsdauer im Kunststoff besitzen. Das Biozid muss aber auch mit allen anderen Rezepturbestandteilen kompatibel und für Außenanwendungen zudem UV-stabil sein. Daneben ist die Toxikologie, das heißt die Giftigkeit für den menschlichen Körper, von besonderer Bedeutung. Die Biozide selbst sollten nicht verfärben oder Geruch verursachen und natürlich kosteneffektiv sein. So werden heutzutage von den vielen Bioziden, die über die letzten Jahrzehnte für Kunststoffe entwickelt wurden, nur noch wenige eingesetzt. Aus diesen Bioziden gilt es, die richtigen für den jeweiligen Kunststoff und das entsprechende Anwendungsgebiet auszusuchen. Nach wie vor stellen arsenhaltige Verbindungen etwa 70% des Biozidmarktes im Kunststoffbereich weltweit. Verbindungen wie das 10-10-Strich Oxybisphenoxoarsin, also OBPA, zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Dosierungen von 200 bis 500 ppm reichen völlig für einen guten Schutz vor mikrobiellen Befall aus. Aufgrund der toxikologischen und ökologischen Bedenken gegen arsenhaltige Produkte ist ihr Marktanteil weltweit leicht und in Westeuropa stark rückläufig. Diese Marktanteile werden zunehmend von Isothiazolinonen, vor allem Octyl-Isothiazolinon, OIT, bzw. 4,5-Dichlor-2N-Octyl-4-Isothiazolinon und N-Trichlormethyl-Thioftalamid, kurz VOLPET, übernommen. Diese müssen allerdings mit ca. 1000 ppm dosiert werden. Die Isothiazolinone, also OIT und DCOIT, unterscheiden sich vor allem in der Wasserlöslichkeit. OIT weist eine hohe Wasserlöslichkeit von 480 mg pro Liter bei 25 Grad Celsius auf, weshalb es bei Außenanwendungen zu übermäßigen Auswaschungen kommen kann. Hier würde sich eher der Einsatz von DCOIT mit einer Wasserlöslichkeit von nur 2 mg pro Liter bei 25 Grad Celsius empfehlen. Andere arsenfreie Produkte auf dem Markt sind Silberzeolite bzw. Silberzinkzeolite, Silberkupferzeolite, Zinkpyrithion oder Triclosan. Neben Weich-PVC sind es vor allem die Kunststoffklassen der Polyurethane und der Polyester, die für mikrobiellen Befall anfällig sind und besonders bei Außen- und Feuchtanwendung mit Bioziden ausgerüstet werden. Weitere mikrobiell anfällige Polymere listet diese Tabelle auf. Immer mehr Kunststoffe werden aber nicht mehr nur noch zum Schutz des Kunststoffs selbst ausgerüstet, sondern auch, um das Umfeld pilz- und bakterienfrei zu halten. So etwa in Sportschuhen, Müllbeuteln oder Kunststoffe in öffentlichen Gebäuden, insbesondere Krankenhäusern. Die Effektivität verschiedener Biozide in einer Rezeptur wird üblicherweise über die Mindesthemmkonzentration, MHK, oder englisch Minimum Inhibition Concentration, MIC, ausgedrückt. Sie beschreibt die Mindestkonzentration, um die Vermehrung einer bestimmten Spezies gerade so zu verhindern. Die Wirkung der meisten Biozide basiert auf ihrer Möglichkeit und Tendenz, an die Oberfläche zu migrieren und dort die Mikroorganismen abzutöten. Die Geschwindigkeit, mit der das Biozid an die Oberfläche migriert, muss so bemessen sein, dass immer eine ausreichende Menge an der Oberfläche zur Verfügung steht. Die Diffusion sollte aber so langsam geschehen, dass das Biozidreservoir im Kunststoff möglichst lange anhält. Daher gilt es, die Empfehlungen der Hersteller für den Einsatz der Biozide in den jeweiligen Kunststoffen und Anwendungen zu beachten.
So gibt es auch eine Vielzahl von Methoden und Probenvorbehandlungen zur Austestung der Wirksamkeit von Bioziden, von denen hier die gängigsten vorgestellt werden sollen. Die Prüfungen an mit Biozid ausgerüsteten Kunststoffen lassen sich, wie hier gezeigt, in die drei Gruppen einteilen: Bewuchsprüfungen, Analytik und Freibewitterung. Die wichtigsten Bewuchsprüfungen sind in der EN ISO 846, Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe, beschrieben, wobei hier zwischen vier verschiedenen Verfahren unterschieden wird. Verfahren A ist der Pilzwachstumstest. Die Proben werden auf einem unvollständigen Nährmedium, also ohne Kohlenstoffquelle, aufgelegt und mit einer Pilzsuspension beimpft. Die Pilze sind nur mit Hilfe des Probenmaterials in der Lage zu wachsen. Daher eignet sich dieses Verfahren besonders, um die prinzipielle Resistenz der mit Biozid ausgerüsteten Kunststoffe gegen Pilzbefall bei Anwesenheit organischer Verunreinigungen zu beurteilen. Verfahren B testet die fungistatische Wirksamkeit. Die Proben werden auf einem vollständigen Nährmedium, also mit Kohlenstoffquelle, aufgelegt und mit einer Pilzsuspension beimpft. Auch wenn der Kunststoff keine verwertbaren Nährstoffe enthält, können die Pilze die Probe überwachsen und die Stoffwechselprodukte das Material angreifen. Eine Wachstumshemmung auf der Probe bzw. auf dem Nährboden, die sogenannte Hemmzone, die bei dem hier gezeigten Foto gut zu erkennen ist, zeigt eine fungistatische Aktivität des gewählten Biozids im Kunststoff an. Beim Verfahren C wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Bakterien, ähnlich dem Verfahren A, mit unvollständigem Nährmedium untersucht. Das Verfahren D beschreibt einen Erdeingrabeversuch, bei dem die Widerstandsfähigkeit gegenüber der Einwirkung mikrobiell aktiver Erde ausgetestet werden soll. Um die Ergebnisse der Bewuchstests richtig deuten zu können, sollten sie durch analytische Untersuchungen unterstützt werden. So sind die Biozide bei der Kunststoffverarbeitung erhöhten Temperaturen und Schärungen und das auch zum Teil über eine längere Zeit, zum Beispiel beim Kalandrieren, ausgesetzt. So kann bereits ein nicht unerheblicher Anteil des Biozids bei der Verarbeitung abdampfen oder thermisch geschädigt werden. So sind Ergebnisse von Labormustern auch nicht immer auf das fertige Produkt zu übertragen. Ist in den Laborversuchen die Mindesthemmkonzentration bestimmt worden, so muss mittels Analytik sichergestellt werden, dass diese auch im Endprodukt enthalten ist. Soll der Biozid ausgerüstete Kunststoff auch im Freien eingesetzt werden, so ist eine Austestung der Biozidenwirksamkeit in der Freibewitterung unumgänglich. Nur so können mögliche negative Effekte beim Zusammenspiel von UV-Strahlung, Temperatur und Nass-Trockenzyklen ausgeschlossen werden. So viel an dieser Stelle zur Biozidenausrüstung von Kunststoffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Lehrvideo wieder, in dem es dann um die wichtige Klasse der Flammschutzmittel gehen wird.